Therapiebegleithunde im Roten Kreuz gehen tiergestützte Einsätze. Die können eben so ausschauen, dass man eben in Kindereinsätze geht, Kindergärten, Schule, Hort etc. oder in Behinderteneinrichtungen oder in Altenheimen. In den Behinderteneinrichtungen ist es halt, dass man sehr viel motorische Übungen, Bewegungsübungen macht oder auch ein bisschen lesen, schreiben, je nachdem, was vorhanden ist, was die Klienten können. Ebenso in den Altenheimen auch viel Motorikübungen oder eben spüren, riechen, greifen. In den Kindereinsätzen oder Schulen machen wir halt auch Aufklärung. Die Therapiebegleithunden starten circa mit eineinhalb Jahren, nämlich sind die Ausbildung. Das heißt, die dauert circa ein halbes, dreiviertel Jahr. Die Ausbildung schaut so aus, die ist unterteilt in Modulen, Theorie und praktisches Arbeiten, wobei praktisches Arbeiten viel, viel mehr ist. Dazu zählen dann auch Assistenzeinsätze, die begleitet werden, wo man dann auch schon aktiv in Einrichtungen geht, beziehungsweise auch eine theoretische Abschlussprüfung hat, bis dann zur Abschlussprüfung vom Messel-Institut. Wir haben natürlich auch für jüngere Hunde eben unsere Vorkurse, wo wir Hunde vorbereiten für die zukünftige Arbeit. Ein besonderes Erlebnis war für mich in einem Altenheim. Da habe ich ein Pärchen angetroffen, die noch nicht lange in diesem Altenheim waren und natürlich auch noch nicht so integriert waren, also eher zurückgezogen. Und wie ich mit dem Taco hingekommen bin, ist der Mann dann noch ruhiger geworden und auf einmal fließen ihm die Tränen. Und natürlich war ich bei ihm und habe gesagt, was los ist. Ne? Und er hat gesagt, dieser Hund erinnert mich so an meine Kindheit. Ja? War richtig glücklich dann. So, ich habe dann zu ihm gesagt, so, jetzt haben sie halt ihren Hund wieder gefunden. Ne? Und eine Kollegin, die war auch in einem Altenheim und der war auch ein älterer Herr, wo die Pfleger gesagt haben, der Mann spricht einfach nicht, der öffnet sich nicht und das ist schon länger so und das wird einfach nicht. Und nach dem zweiten Einsatz hat der Mann einfach durch den Hund gesprochen. Also war einfach schön. Ich bin die Eli Stiedl, bin die Verantwortliche für die Therapiebegleithunde in Niederösterreich. Ich freue mich auf Ihre Unterstützung für dieses tolle Projekt.